In diesem Video wird gezeigt, wie man die Wahrscheinlichkeit einer normal verteilten Zufallsvariable mit Hilfe von GeoGebra berechnet. Dazu öffnen wir uns den Wahrscheinlichkeitsrechner aus dem drittletzten Werkzeugmenü. Wir sehen hier die Standardnormalverteilung mit Mittelwert μ und Sigma 1. Gegeben ist jedoch hier der Erwartungswert 74 mm und die Standardabweichung 4. Gefragt ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Werkstück zwischen 73 und 76 mm lang ist. Geben wir also unsere Grenzen zwischen 73 und 76 ein bei einem zweiseitigen Test und schon erhalten wir die Wahrscheinlichkeit von 0,2902 oder ca. 29,02%. Möchte man zu einer gegebenen Wahrscheinlichkeit eine Grenze berechnen, braucht man nur die gegebenen Größen, hier Mittelwert 75 und Sigma 7 in die vorgegebenen Felder eingeben und den rechts- oder linksseitigen Bereich auswählen. Hier haben wir einen rechtsseitigen Bereich und die 10% in das Wahrscheinlichkeitsfeld eingeben. Nach Betätigung der Enter-Taste erhalten wir sofort das Ergebnis der Grenze, hier 73,97, also ab 73,97 gehört ein Ei zu den 10% der schwersten Eier.